willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich befinde mich hier in einer sehr interessanten Geologie. Oberhalb von mir gibt es Paragneise. Paragneise sind nichts anderes als metamorphe Sedimentgesteine und bestehen hauptsächlich aus Quarz, Feldspat und so Glimmerzeug. Als Nebengeologie habe ich hier eine tektonische Melange und stromabwärts befindet sich ozeanische Metasedimentgeologie. Das Interessante an der tektonischen Melange ist, dass dies Sedimente der Tiefsee sind. Diese Geologie findet sich überall dort, wo Subduktionsprozesse stattgefunden haben. Subduktion ist ein Prozess, wo sich zwei Platten aufeinander zubewegen und bei diesem Kontaktbereich treten besonders tektonische und magmatische Phänomene auf. Aber jetzt kommt es. In dieser ganzen Geologie befinden sich Prasinitnester. Prasinite sind nichts anderes als vulkanischer Metabasalt. Die ganze vorherrschende Geologie kombiniert und genau deswegen bin ich hier. Allerdings 145 Millionen Jahre später. Und weil die ganze Geologie ziemlich primär ist, habe ich mir so gedacht, vielleicht, dass ich Glück habe und hier schöne kantige Goldstücke finden werde. Thank you.
Jo, ihr Lieben, erstmal Prost und danke, dass ihr mich bis hierher begleitet habt. Ich habe in diesem Bereich kein Gold finden. Ich habe zwar einen Haufen Pyrite gehabt, Chalkopyrite, aber keine Magnetite. Und das ist natürlich, wenn man in der vulkanischen Geologie unterwegs ist, dann erwartet man Magnetite. Ich habe stromabwärts, da ist ja auch noch ein Metabasalt, eine metabasalte Geologie. Und da habe ich einen Goldnachweis schon erbringen können. Und hier weiter stromaufwärts, leider noch nicht um der Kurve herum. Ab da fängt es eigentlich an. Ganz komisch. Ja, ich komme jetzt aber auch nicht weiter in den Fluss rein, in die Flussmitte, weil ihr seht ja selber, das ist noch Hochwasser. Und das Interessante ist ja, dass man hier in diesen Stromschnellen eventuell sich Gold erschürfen kann. Die Stelle, die ich hier gewählt habe, die ist nicht so gut. Aber man muss mit dem nehmen, was eben zur Verfügung steht. Und das war eben durch das Hochwasser bedingt eben diese, ja, eigentlich eine Gerade mit einer angeschwemmten Kiesbank. Ja, also die Auswahl war sehr schlecht. Es gab aber auch nichts anderes. Die Anreicherung hat hier nicht stattgefunden. Wie gesagt, Pyrite, aber keine Schwermineralien, Magnetite, Hämatite auch nicht. Und das finde ich jetzt ein bisschen schade, aber damit muss der Goldschürfer, der Goldsucher muss damit umgehen. Das ist halt einfach so. Wichtig ist, dass wir an dem Ort hier schon gewesen sind. Entschuldigung, meine Lieben. Wichtig ist, dass wir an diesem Ort schon gewesen sind und dass wir das in der geologischen Goldkarte letztendlich abhaken können. Genau hier. Das ist das, was wir suchen, was wir wollen. Leben. Aber ich gehe hier nicht leer aus. In der Literatur steht drin, dass die Goldvererzungen an die Prasinite gebunden ist. Das ist so ein Gestein, was ich hier habe. Und man kann in diesen kleinen Nester lassen sich Goldvererzungen nachweisen. Die sind so minimal, das sind einfach nur ganz kleine Körnchen. Und das ist das Interessante. Das ist das Interessante dabei, nicht nur immer Gold waschen, sondern auch mal wirklich einen Blick für die Gesteine haben, vor allem in der Literatur nachlesen, was sind die Nebengesteine, die Goldnebengesteine. Man muss sich wirklich ein bisschen mit Geologie beschäftigen, damit man auch, ich sag mal, wenn man unterwegs ist in ein Gebiet, wo nicht als dieses Goldgebiet in Anführungszeichen ausgeschrieben oder beschrieben ist oder weitergegeben worden ist, dass man sich
dort auch ein bisschen zurechtfindet. Und das ist ja das Interessante an uns Goldsucher, dass wir eben viel mit Geologie uns beschäftigen und auch mal so ein Stück finden, wo ja, minimale Spuren praktisch. Aber das ist ja egal. Gold ist ja Gold, ne? Finden wird. Jo, meine Lieben, ich komme jetzt auch zum Ende. Ich bedanke mich, dass ihr mich bis hierher begleitet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Abo da. Hier gibt es ganz viele Bremsen übrigens, ne? Und lasst ein Abo da, ein Like da, damit ihr die nächsten Videos von mir nicht verpasst. Ich grüße alle herzlich. Wir sehen uns. Tschüss euch.